Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars, The Old Republic Imperialer Agent, beziehungsweise Scharfschütze. Ich frage mich jetzt wahrscheinlich, was mache ich hier auf Corellia? Ihr habt es wahrscheinlich auch schon im Titel gelesen. Heute zeige ich euch einen geheimen Bereich, den ich gerade gefunden habe. Beziehungsweise ich habe ihn nicht gefunden, ich habe ihn auf YouTube gefunden. Und dann gerade eben erst rausgefunden, wie man den nutzt. Und das möchte ich euch jetzt gerne auch zeigen. Als erstes geht ihr hier hin, im Teil der Arbeit. Also Teil der Arbeit hier hin, an diese Stelle hier. Bei der republikanischen Basis direkt. Also wenn ihr republikanischer Spieler seid, dann kommt ihr von da ungefähr. Also hier ist die Basis, hier sieht man ja auch das Ding. Als Orientierungspunkt könnt ihr hier diese zwei Dinger hier nehmen, diese zwei Panzer oder was es sein soll. So. Und zwar befindet sich hier hinter, ich weiß nicht warum das so ist, ein Bereich. Ihr seht hier, dass hier schon so ein Weg ist, der einfach ins Nichts führt. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber ja gut, ihr werdet es gleich selber sehen. Ich habe hier am besten die Erfahrung gemacht, mit dem Jetpack hier hinzukommen, deswegen nehme ich jetzt auch einfach mal eins. Wo habe ich das jetzt hier? Jetpack, wo bist du? Jetpack? Jetpack. Oder halt, wenn ihr keins habt, versucht bei dem Raketenschub, wenn ihr den auch nicht habt, dann müsst ihr es halt irgendwie anders probieren. Hey, jetzt auch, wo ist mein Jetpack hin? Da ist es doch. Also einfach versuchen, hier irgendwie raufzukommen. In dem Fall bin ich jetzt da hingeblieben, das war doof. Ich war sogar fast schon geschafft, wenn ihr auf diese Kante drauf kommt. Ja, toll, jetzt krieg ich es gar nicht hin. Ist ein bisschen schwierig. In dem Video hat der das auch gar nicht gezeigt, ehrlich gesagt, wenn ihr auch auf der. Der hat einfach geschnitten, da war er plötzlich oben. Da habe ich mich immer so gefragt, hey, wie soll man jetzt so hochkommen? Weil so wie ich das jetzt zeige, geht das eigentlich jetzt. Das ist jetzt gerade nur Vorführeffekt. Normalerweise schaffe ich das beim zweiten Versuch. So, jetzt. Jetzt haben wir es. Also am besten mit dem Jetpack hier hoch, wenn ihr keins habt, dann müsst ihr es irgendwie anders probieren. Ich habe es auch mit dem langen Leiter probiert. So, dann springt ihr hier rauf. Dann springt ihr hier einfach ins Nichts, dreht die Kamera nach oben. Denn dann könnt ihr nämlich sehen, dass hier eigentlich was ist. Das wird halt nur irgendwie nicht angezeigt. Und das ist so viel Sinn, das ganz Komisches. Dann müsst ihr irgendeine Attacke drücken, dass ihr schnell seid. Und dann hier hochlaufen. Und dann seht ihr hier schon, dass hier schon sich was aufbaut. Und ich weiß nicht, was das hier ist. Warum das hier überhaupt so ist. Dann einfach hier runterhüpfen. Und jetzt seht ihr hier schon diese irgendwie so komisch verbackte Texturen. Da seht ihr eigentlich, dass hier auch der Weg weitergeht. Also ich weiß nicht echt, ihr seht ja auch auf der Karte sieht man es nicht. Aber auf der Karte sieht man, dass hier eigentlich auch Wege sind. Und ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das so ist. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein Bug ist, also ob irgendwie dieser Bereich eigentlich zur Karte dazugehören soll, da halt irgendwie nicht ist. Oder halt die Entwickler den wieder rausgenommen haben. Halt da diese Dinger hingebaut haben und den Bereich ist ja eigentlich gar nicht mehr im Spiel sein soll. Oder halt, keine Ahnung. Also falls ihr da mehr wisst, dann könnt ihr es immer gerne in die Kommentare schreiben. Wir können einfach mal hier ein bisschen rumfahren. Also man kann hier größtenteils nicht viel machen. Ich zeig dir, guck mal, ich zeig dir auch Sachen an. Zum Beispiel zeigt ihr dieses Gebäude an, aber man kann da halt nicht reinfahren. Park hat das Gilde sogar online. Aber das finde ich echt irgendwie krass. Was ich auch lustig finde, dass hier auch so ein Eingang ist. Kann ich euch mal kurz zeigen, ob man den hier sieht. Obwohl, den sieht man hier, glaube ich, gar nicht. Hier aus zumindest. Obwohl, da hinten doch. Da hinten ist er. Ich glaube, man soll hier ursprünglich, war das gedacht, dass man hier hinkommt. Aber dann haben die Entwickler sich doch gedacht, nee. Also, seht ihr, hier ist es einfach, fahre ich lieber nicht rein, weil dann bin ich nämlich tot. Dann fahre ich nämlich ins Nichts runter. Jedenfalls, ich weiß nicht, was hier mit dem Bereich passiert ist. Also, wenn man hier hingeht, dann ist hier einfach eine verschlossene Tür. Also falls ihr irgendwie mehr zu diesem Bereich wisst, dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Und ich weiß echt nicht, was das hier mit auf sich hat. Hier ist auch wieder eine verschlossene Tür, die führt wahrscheinlich dann hier irgendwo hin. Ich glaube da oder da. Warte, mal gucken. Obwohl, die führt nirgendwo hin. Aber hier. Da hinten, da bin ich auch vorhin reingegangen kurz. Also ich war hier schon mal drin, sonst hätte ich das jetzt nicht ausgetestet. Es gibt übrigens auch noch einen Geheimbereich, der befindet sich ungefähr hier, wie man da hinkommt. Wenn ihr den unbedingt sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, dann mache ich den auch mal. Da muss man eigentlich so einen kleinen, da muss man eigentlich wirklich einen Bug aussehen. Ich weiß nicht, ob man, ob es da gedacht ist, dass man da hinkommt. Hier seht ihr, es ist irgendwie total verbuggt hier. Dass irgendwie halt Weg da sein soll, aber irgendwie gar keiner ist. Ich denke mal, das führt hier hin. Also ich weiß echt nicht, was hier los ist. Hier ist früher noch Bahnschienen, ich weiß gar nicht, von welcher Seite die sind. Ich glaube, von der Republik. Ja, müsste sein. Ich weiß nicht, ob man das von da aus sieht.
müsste ich mal gucken. Kann ich ja auch gleich mal machen in der Folge. Was mir jetzt hier aufgefallen ist, das sieht hier so ein kleines bisschen aus wie schwarzes Loch. Also wenn ihr das schwarze Loch mal im Kopf habt, das sieht so ein kleines bisschen so aus. Findet ihr nicht? Also hier war, glaube ich, diese eine Quest, dann ist da hinten da dieses Ding hier. Also hier wäre dann die Gegner, da wäre hier hinten irgendwo die imperiale Basis. Das sieht fast so aus wie schwarzes Loch. Ich denke mal, das haben die... Ich glaube, ich habe eine Vermutung. Ich habe, glaube ich, eine Vermutung. Ich denke mal, die haben das erst hier reingemacht und haben sich dann gedacht, nee, das nehmen wir dann lieber als Extragebiet. Ja, weil das sieht nämlich genauso aus wie schwarzes Loch eigentlich, wenn man es so sieht, wenn man es so sehen will. Also wenn ihr das schwarze Loch mal im Kopf habt, oh Gott, auch das sieht genauso aus. Hier ist auch, hier war irgendwo die Heldenmission. Genau, hier geht es nämlich rein zur Heldenmission normalerweise. Ich denke mal, das haben die deswegen gemacht, weil die dann gedacht haben, oh komm, das müssen wir als Extragebiet machen, warum auch immer. Da haben sie es halt ins schwarze Loch reingepackt, weil die Bahnschienen, die verlaufen nämlich im schwarzen Loch, glaube ich, soweit ich weiß, auch so. Können einfach mal hier mal komplett durchfahren, wir haben ja die Zeit. Genau, hier unten geht es ziemlich lang. Da sind wir reingekommen. Ihr seht, das ist auch total verbuggt. Genau. Republikseite ist, glaube ich, hier irgendwo. Ich weiß gar nicht, ob das hier war. Mit diesem Dings. Genau. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das genau hier war oder ob das woanders war. Also sehr, sehr gruselig. Dieser Bereich ist ein bisschen komisch. Ehrlich gesagt, ich habe den auch gerade nur durch Zufall herausgefunden, wie man hier hochkommt. Also ihr braucht auf jeden Fall irgendwie so eine Attacke, mit der ihr schnell seid. In meinem Fall jetzt die gedeckte Flucht. Geht aber auch anders wahrscheinlich. Wo komme ich denn da hin? Ich kann ja mal von meinem ein bisschen erkunden. Ihr seht ja auch, hier ist ein imperiale Banner. Ich denke mal schon, dass es irgendwie so gedacht ist, dass man hier hinkommt. Also irgendwie, dass es so gedacht ist, dass es irgendwie das schwarze Loch war. Also ihr könnt einfach mal schreiben, was ihr hier denkt. Boah, was ist das denn? Also bei manchen Kameraperspektiven gibt es ja auch Anzeigefehler. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher Entwickler hier auf die Idee kam, wie gesagt. Hier ist auch wieder so ein komisches Bug hier. Wahrscheinlich war das erstmal, war das zur Anfangs des Release-Zeit im Spiel drin, haben sie natürlich dann gedacht, nur machen wir lieber einen anderen Bereich. Genau, aber hier stehen, glaube ich, normalerweise Gegner für die Rep-Seite. Dann ist hier irgendwo die republikanische Basis. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Hier drin ist, ja, da ist normalerweise die republikanische Basis. Also ich weiß echt nicht, das ist echt total komisch. Was macht irgendwie auch Spaß, hier irgendwie durchzufahren. Ich kann dann nachher gleich mal gucken, ob man irgendwie auf der Rep-Seite das hier sehen kann, wenn man mit der Rep-Seite hier lang fährt. Probieren wir gleich aus. Mit euch natürlich, probiere ich auch mit euch aus. Das ist irgendwie gerade total krass. Also wenn ihr es auch mal ausprobieren wollt, ihr seht das, wie ihr hier reinkommt. Und ich habe echt keine Ahnung, es ist irgendwie mysteriös. Wahrscheinlich ein Geheimnis der Entwickler. Bei dieser Tunnel, den gibt es nämlich im schwarzen Loch nämlich auch. Hier ist eine Quest von der Rep-Seite, glaube ich, drin. Hier dann dieser Tunnel, da sind, glaube ich, ein paar Elite-Gegner, glaube ich, drin gewesen. Und jetzt zeigt er hier auch Maps an, also es gibt ja hier Wege. Hier zwar nicht, aber hier zeigt er ja an, dass hier was, ist. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr mysteriös. Ne, jetzt schreibe ich lieber nicht rein, sonst sind wieder alle neugierig. Aber kurz, also hier ist, glaube ich, diese Quest mit dem Leuchten, also wo man mit diesem Ding leuchten muss und diese Kisten öffnen muss. Die ist normalerweise hier drin. Ich weiß echt nicht, welcher Entwickler hier auf die Idee kam, das hier nochmal reinzuknallen. Das hier ist, glaube ich, auch normalerweise auch immer zu. Also das ist, glaube ich, meine Vermutung. Meine Vermutung ist, dass das hier schwarzes Loch ist. Dass das hier einfach das Gebiet hier ins schwarze Loch gemacht wurde, dann hier halt gesperrt wurde. War halt durch diesen Bug, den ich euch gezeigt habe, kommt man da trotzdem hin. Ich weiß gar nicht, ob es auch ohne so eine Fähigkeit möglich ist, müsst ihr mal probieren. Weil jetzt habe ich nämlich hier gesehen, dass hier noch ein paar Wege da sind. Man kann ja auch rumfahren, pass auf, dass ihr hier nicht reinfällt. Wo, hier kann man nicht mehr weiterfahren. Hier nochmal weiterfahren? Nee. Also das ist irgendwie total mysteriös. So, ich würde sagen, ich zeige euch mal, was passiert, wenn man jetzt hier runterfällt.
können nochmal die Map von unten sehen. Genießt sie. Scheiße, wollte ich gerade das Interface ausblenden. Von dem ist halt, wenn man jetzt wieder stirbt, dann spawnt man, wo spawnen wir. Wieder ganz hier vorne müsst ihr wieder hinlaufen. Oder hinfahren. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach. Aber es ist eigentlich nicht so weit, wenn man den richtigen Weg nimmt. Also der richtige Weg, also der beste Weg ist eigentlich, den ich bisher herausgefunden habe. Hier so lang, dann da, so, so. Und dann seid ihr, nee, hier ist es. Ich weiß echt nicht, was ist. Jetzt gehen wir nochmal kurz auf die Republik-Seite und dann fahre ich nochmal kurz Bahn. So, da wären wir auf der republikanischen Seite beim Teil der Arbeit. Ich fahre jetzt einfach mal von da nach da, weil das Gebiet war ja ungefähr, warte, hier. Ich guck da einfach mal. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Ansonsten suche ich mal auf der imperialen Seite, ob es da nochmal was Informationen gibt. Mal schauen, mal schauen. Sieht gut aus. Da. Also wir sehen, man fährt hier wirklich lang. Und der Bereich, der gibt's, den gibt's auch, aber ich weiß echt nicht, was sich die Entwickler hier bei dem Scheiß gedacht hatten. Ich hatte zuerst gedacht, dass der Bereich, wartet, ich zeig's nochmal kurz, hier das schwarze Loch wäre, aber da war ich auch schon mal drin. Ich glaube, da ist es normalerweise, das ist einfach nur Deko eigentlich gedacht, glaube ich, der Bereich da. Ich glaube, der Bereich hier soll nur Deko sein, aber das hier ist, glaube ich, mysteriös. Also wenn ihr unbedingt den Bereich hier, der ungefähr hier ist, auch sehen wollt, war der da oder hier, wir wissen also hier auf jeden Fall... Warte, ich zeig's dir hier am besten. Hier in dem Gebiet ungefähr. Wenn man hier so runterspringt, dann ist man direkt in diesem Bereich. Man fährt auch immer vorbei. Soll ich euch den auch nochmal zeigen? Ach komm, ich zeige euch den gleich auch nochmal. So, da sind wir bei der Bahnstation von den Gründungsinseln. Wie gesagt, der Bereich ist ungefähr hier. Wartet. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reise. Wo ich hinfahre, ist eigentlich egal. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Achte genau drauf. Ich zoome mal ein bisschen raus, dann können wir es besser sehen. Obwohl... Ich bin im PvP-Gebiet noch. Und zwar hier, genau hier. Das hier, also wenn ihr wissen wollt, wie man hier hinkommt. Ich hab's ja mal zuerst gesagt, das wäre das schwarze Loch. Aber wenn ihr wissen wollt, wie man da hinkommt, dann schreibt's in die Kommentare. Ja, also dann zeige ich euch. Kleiner Tipp ist, man muss sehr, sehr weit laufen. Das ist wirklich sehr, sehr furchtbar. So, da bin ich wieder, hab die Fahrt mal rausgeschnitten. Also, ich mach mal hier oben so ein I. Also hier oben geht das gleich so eine Infokarte auf. Da könnt ihr einfach mal abstimmen, was ihr glaubt. Was dieser geheimnisvolle Bereich ist, was dieser mysteriöse Geheimbereich ist. Also ich, also meine Vermutung ist schwarzes Loch, dass sie das halt dann halt rausgeschnitten haben und dann halt in den, ein eigenes Gebiet gemacht haben. Ich denke mal, das haben sie dann irgendwie zur Beta-Zeiten, war das noch da, und dann haben sie irgendwie gedacht, komm, machen wir ein eigenes Gebiet draus. Haben sie dann da halt diese komischen Berge hingebaut. Ja. Und dann halt, dafür hat überall zugemacht, dass man halt in den Bereich nicht mehr reinkommt, aber durch diesen Trick kommt ihr trotzdem noch rein. Ach, übrigens einen Weg in den anderen Bereich, den ich euch gerade gezeigt habe, da habe ich übrigens nur einen geheimen Weg gefunden. Also einen direkten Weg habe ich da bisher noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob das auch einen Zusammenhang mit irgendwas anderem hat. Da habe ich aber bisher noch nichts rausgefunden. Kann auch schwarzes Loch sein, weiß ich nicht. So, dann verabschiede ich mich jetzt erstmal. Bis bald. Ciao.